Also wir haben jetzt in einem halben Jahr im Informatikunterricht, in der Gruppenarbeit, diese Drohne hier gebaut. Die funktioniert auf dem Prinzip, dass sie einen Neigungssensor hat und er quasi immer ausgleicht in die Richtung, die sie sich neigt, auf die anderen Motoren quasi verstärkt. So dass sie im Endeffekt stabil fliegen kann, also einigermaßen stabil und dennoch halt mit einer Fernwegsteuerung ist. Es sind 4 Motoren verbaut und ja, war auf jeden Fall interessant. Hat jetzt 3 Monate gedauert.